Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu The Division. Bewegen wir uns von Deckung zu Deckung. Das ist doch scheiße. Identifizieren wir uns. Nützen wir sie aus. Wir halten sie am Leben. Für Verhandlungen. Tod nutzen sie uns nichts. Das Witzige an der ganzen Sache gerade ist, ein Überraschungsangriff macht, glaube ich, nicht wirklich mehr Schaden. Das macht nur die Hälfte an Schaden. Aber man kann die wirklich im Koop-Modus, denke ich, wirklich sehr, sehr, sehr gut in die Enge treiben. Kleiner Verhörraum. Hey, Bambi mit Leuchtdingern. Ja, ja. Inventar voll? Kann doch gar nicht sein. Ich habe doch wirklich so dermaßen wenig mitgenommen. Das kann doch nicht schon voll sein. Ich müsste mal wissen, was ich da liegen gelassen habe. Kann ja nicht nur Munition gewesen sein. Gucken wir einfach mal in die Taschen. Munition. Scheint alles voll zu sein. Na gut. Schützende Schoner, jawohl. Ein neues Objekt. Das dürfte das hier sein. Yep. Schicke, schützende, neue Schoner. Eine Scharplittergranate. Holt mich hier raus. Moment, das checken wir mal aus. Nicht so laut. Mach sie nicht wütend. Sei vernünftig und gib mir Zeit, uns hier rauszubringen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Kein Problem. Kein Problem. Checken wir die oberen Stockwerke. Irgendwas wird da auch noch sein. Warnung. Feinde in der Nähe entdeckt. Oh, das ist gut, dass der mich darauf hinweist. Gut, der Raum geht da nicht weiter. Das heißt, wir können da Deckung gehen. Ja, lauf ruhig ganz normal da durch die Gegend, ehrlich. Sie machen gute Arbeit. Das war gerade ziemlich doof. Gut, dass er nicht dahin gegangen ist. Das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Wir haben irgendeinen Bekloppten mit ein paar Wachen zum Parsway Project geschickt. Und drauf auf die guten Leute. Lustig, dass sie noch nicht mal eine Ahnung haben, wo ich bin. Können wir direkt eine Granate hinpfeffern. Oh, der rennt ja direkt auf mich drauf. Boah, der Rückstoß ist heftig. Hallo? Wieso kann ich nicht schießen? Oh, netter Bug. Jetzt? Oh, wow. Das war Monster-Lag. Arschgeiern, ja. Warnung, weitere Feinde nähern sich ihrer Position. Wenn ich nur wüsste, von welcher Position. Wir haben Gesellschaft. Boah, schön. Eine kleine Salve in den Kopf ist ja noch effektiver als alles andere. Ja, das ist richtig geil. Boah, ich rush dich down. Warnung, keine Neustartzone. Heilen können wir aber noch. Schlagen wir die Plünder in die Luft. Die plündern nichts mehr. Wir sind hier die Plünderer, ja? Oh, schnell, schnell. Liegt hier nichts rum? Okay. Alarm. Feinde entdeckt. Alarm. Man müsste die doch irgendwie markieren können.
Das ist nicht wirklich notwendig, aber warum nicht? Wie, dass man null Schaden gemacht hat. Ja, sicher! What the... Das gibt's nicht. Ich hab V gedrückt, ich muss irgendwas anderes gedrückt haben. Aber hier gibt's eine neue Startzone. Hey! Ja, stellt euch da mal wirklich schön hin. Ihr helft mir ja eh nicht. Warnung. Feinde entdeckt. Ja, ich werf da jetzt direkt eine Granate hin. Ja, der sollte ausbrennen. Immer schön in den Kopf. Der macht Schaden. Wenn wir die aufpassen, kann das ganz schnell in die Hose gehen. Warnung, weitere Feinde nähern sich ihrer Position. Wow, das war jetzt eine Tonne Schaden. Boah, das war wirklich eine Tonne Schaden. Wow. Die werden durch irgendwas geschützt gerade. Oh, das ist verdammt. Ich habe die beschissenste Position gerade im ganzen Spiel. Ja, das dachte ich mir. Boah, das ist so kacke. Boah, ja sicher. Da kann ich ja gar nichts machen. Nee, ich kann nichts machen. Ich gehe drauf. Wenn ich mich nicht wenigstens ein bisschen heile, bin ich so dran. Schön schwer, so mag ich das doch. Nicht mal viel Schuss, ey. Immer eine Salve abgeben und in Deckung gehen. Das ist wirklich das Beste, was wir gerade machen können. Wow. Wenigstens ein paar Schüsse abgeben. Naja, wird mir gar nicht schmecken. Wenn ich wenigstens einen Bonus drauf kriegen würde, dass ich die flankiere oder so, aber das ist ja auch nicht der Fall. Oh, ja, sicher. Jetzt aber. Oh, duck dich doch nicht. Gute Nacht. Plünderer weg. Das ist meins, das ist meins, das ist meins. Und das ist meins. Schauen wir uns doch mal eben den Rucksack an. Wow, 25. Aber erst Stufe 4. Können auch nicht mehr lange von Stufe 4 entfernt sein. Na okay. Ja, dann wollen wir mal hier weg. Mission erfüllt. Oh, der hat so ein Ding, wo er sich einfach einklinken kann. Nicht schlecht. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Ja. Brooklyn ist stabilisiert. Manhattan. Manhattan ist eine andere Geschichte. Aber sehen wir selbst. Es sind jetzt noch ein paar mehr Agenten bei mir. Wir treffen uns mit Agent Lau und fliegen zusammen. Commander Chang, Ende. Awesome. Yeah. SPS. Schaden pro Sekunde, dachte ich mir schon, dass es das ist. Wählt mein Inventar eine Waffe aus, öffnet sich eine detaillierte Übersicht über den statistischen Werten und Gebrauchseigenschaften der Waffe. Wollen Sie eine Waffe mit Ihrer angelegten Waffe vergleichen, begeben Sie sich ins Inventar. Wählen Sie eine andere Waffe aus und drücken Sie G.
Das ist nicht schlecht. Alles klar. Oh, die Musik gefällt mir. Immer noch Stufe 3. Wir haben dadurch kein Level abbekommen, aber wir haben dadurch ein bisschen mehr Kohle bekommen, was mir sehr wichtig war, auch wenn wir 5000 Mal verreckt sind. So. Da haben wir den Allzweckholster angelegt. Mir fehlt so noch der geile Rucksack, den ich noch nicht anlegen kann. Mann, Mann, Mann. Was haben wir denn da? Leer, die Mündung ist leer. Haben wir nichts zu. Schade eigentlich. Wir werden nach und nach bessere Waffen finden. Wir sollen uns aber auf jeden Fall erstmal heilen gehen. Nach Manhattan. Ich finde es so lustig, wie wir gerade in Brooklyn waren und Manhattan ist irgendwie nur so 50 Meter weiter. Das ist schon witzig. Da drüben. Hinter dem Gebäude ist eine Bar. Der beste Whisky Sour von Manhattan. Falls wir die Stadt retten, spendiere ich einen Drink. Sorry. Wenn wir sie retten. Ah, da kommt er. Der Rest von uns sitzt in diesem Heli. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Dann los! Willkommen, Agent. Wer zum Teufel ist für diesen Anschlag verantwortlich? Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Gute Arbeit, Agent. Da kommt er. Dann los! Der beste Whisky Sour von Manhattan. Sorry, wenn wir sie retten. Hey! Halten Sie durch! Hey! Halten Sie durch! Bleiben Sie wach! Ich brauche Sie! Sie. Das wird wieder. Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir. Shit. Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssen das gleich auf der rechten Seite sehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. JTF 68 on Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi.
Okay, JTF-68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen, das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Und genau hier ist die Beta gestartet. Wahnsinn. Der Kreis schließt sich. Dann gehen wir mal raus. Lassen uns ein bisschen ausstatten. Direkt am Tor. Cheng Wei hinaus. Auf geht's.